Da sind wir auch schon wieder bei YouTubers Live. Ich finde es echt schwer, seine Webcam richtig zu platzieren hier, weil irgendwie überall irgendwo eine Anzeige ist. Wir haben mittlerweile die 110.000 Abonnenten. Eigentlich wollten wir heiraten. Aber irgendwie ist das einfach verschwunden, habe ich das Gefühl. Also ich sehe es nicht mehr. Das Hochzeitsding ist weg. Einfach weg. Sind wir jetzt verheiratet? Ich bin verwirrt. Ich lade die Olle mal ein. Ne? Wow, die kam aber schnell. Wow. Auf Wiedersehen. Küssen. Leidenschaftlich küssen. Machen wir mal leidenschaftlich. Oh ja, geil. Oh jo. Oh, Herzchen. Mittlerweile ganz viele Herzchen. Wie süß. Aber was ist das mit dem Heiraten? Das hörst du im Internet. Ich will jetzt keine Sachen machen im Internet. Ich will mit ihr ein Gemeinschaftsprojekt wieder aufnehmen. Ja? Einer muss ja hier das Geld verdienen. Aber was? Das ist alles so. Guck mal die Bewertung an der Spiele. Das ist richtig down alles. Echt nur Dreck, ne? Brauchen wir ja nicht spielen. Gibst du Kacke. Ich hab viel Kohle mittlerweile. Hab viel Kohle. Aber was mache ich damit? Amazone? Gibt's irgendwas Neues? Ah, hier. God of Stick. 6 dabei. Wie viel ist jetzt? 21. Irgendwie alles so bar. Kann ich vielleicht eine Konsole kaufen oder so? Preise sind aber abbüch. Komm, holen wir uns mal die Honeyplay Studios 2. Ne? Gönnen wir uns die mal. Vielleicht bringt uns das ja was. Nur warten, bis sie da ist, natürlich. Ach man, wo bleibst du? Ich warte sehnsüchtig auf dich, liebe Play Studio 2. Da ist sie ja. Und wie nehme ich die jetzt auf? Ah, die steht da einfach, okay. Essen muss ich auch noch? Ich habe gar nichts mehr groß zu essen. Ah, Brot und Wasser sind unendlich. Okay. Muss ich aber auch 100 Jahre von essen, habe ich das Gefühl. Da ist echt lange von. Ja, Essen ist noch mehr. Hallo, mein Name ist Isabella und ich rufe wegen einer Bankgelegenheit an. Wir würden ihn in unsere Nein. Lieben deine Telefonverkäufe, Treufähigkeiten. Ich auch. Anna, seh dich ruhig um. Ich brauche erstmal ein neues Spiel. Gibt es jetzt eins für die Honeyplays? Sehe ich die jetzt hier auch für LPC, PC, PC? Als ob ich dafür keine Spiele habe. Das kann doch nicht sein. Wie awkward ist das? Es gibt einfach keine Spiele, oder was? Ersetzen? Was soll ich denn ersetzen? Ich ersetze hier gar nichts. Du setzt dich einfach hin und zockt? Hey, wie verwirrend. Hallo, Pischwumpsi, ich bin einer der größten Fans. Ich will nicht wie ein Stalker wirken, aber ich gebe dir $30 für eine Hose aus deinem Schrank. Da hast du es gut gemacht. Du sollst dich für sowas nicht hergeben. Du darfst Erfahrungen gesammelt. Ja, finde ich gut. Oh Mann. Wir holen uns das. Wir holen uns das. Ja, was muss ich da mal machen? Ich gehe erstmal schlafen. Wir brauchen ja viele Gedanken. Wir müssen ja richtig schlau sein. Damit das Video ein Hit wird. So, öffnen den Lex. Holen wir uns noch mal schnell Snickers oder so und dann geht's ab. Mir fehlt der Vorspulknopf irgendwie. So einen hätte ich gern gehabt. So. Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Jetzt aber. Das hier. Dieses super geile neue Spiel. Das 1 Stern Bewertung hat. Boah, was wir jetzt hier alles auswählen können mittlerweile. Ja. Pff. Lärmschutz, Stereo. Ist deine Konfiguration fertig? Ja. Die Olde Ballett. Ja. Was ist für ein Name? Die Olde Ballett? Die Olde Ballett. Ich tanz nackt. Nachts. Im
Eiswagen. So, Hashtag Eis. Grog. Perfekt. Was ist das? Achso, die hat Spaß. Oh, das Geräusch von Spaß habe ich schon ewig nicht mehr in meinen Ohren gehört. Seitdem ich Let's Plays mache, ist das komplett weg. Okay, nein. Das glauben noch Leute. Das ist neu. Oh, das urheberrecht geschützte Musikvideo. Nee. Wird doch hier kein Urheberrecht verletzt. Was soll das denn jetzt? Ist das ein Fragezeichen? Muss man das jetzt selber überlegen oder... Machen wir mal einen unlustigen Kommentar. Der kommt immer gut. Warum ist jetzt ein Fragezeichen? Ist das neu? Das verwirrt mich gerade wirklich ein bisschen. Alles außer Urheberrechtsschutzverletzung. Machen wir mal einen philosophischen Kommentar. Warum nicht? Sind wir mal intelligent. Dann nochmal einen professionellen hinterher. So. Dann nochmal einen sarkastischen. Keine Ahnung, die leuchten so schön gelb. Deswegen nehme ich die immer. Dann eine winkende Verabschiedung. Oder Abspann. Machen wir eine winkende Verabschiedung. Wir brauchen mehr Interaktion im Video. Sonst können wir das vergessen. So. Müssen wir den Lachs auch noch schneiden. Perfekt. Wir sagen Hallo, was geht? Dann gibt das hier richtig ab. Perfekt. Ist ja sogar ganz okay geschnitten. Kann mich gar nicht beschweren. Alter, was wird da alles... Kontrast stellen wir ein. Und machen... das... Keine Ahnung, irgendwas halt. Oh, das Interesse-Balken ist jetzt hier. Okay, es gab wohl ein Update. Es gab wohl ein Update. Ich muss mich da mal informieren. Ich habe einfach wieder gespielt. Ist das alles neu? Du surfst im Internet. Verweigern. Ich möchte jetzt hier nicht Stress haben. So, ist jetzt wieder heile. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, ne? Ich habe keine Ahnung. Würde ich sagen, wir küssen sie. Wir müssen ja mal wieder Hallo sagen. Geil, dass du mit mir aufgenommen hast. Fand ich richtig nice von dir, Hanna. Nochmal am Arm und so. Richtig süß, ne? Geben wir nochmal ein Geschenk. Wir haben zwar wenig Kohle. Wir müssen eigentlich die Miete zahlen, ne? Boah, scheiß drauf. Für Hanna brauchen wir das nicht. Ich würde sagen, wir gehen arbeiten, oder? Ja, Eventbegleitung. Können wir eh nichts machen. Bei dem scheiß PC. Können wir eh nichts machen. Ne? Der Lachs. Lädt jetzt noch hoch. Ich bin dein Vater. Ups. Was? Ich würde einiges erzeugen hier. Würdest du mir Mario Kart überlassen? Ja, nimm halt den Scheiß. Und gib mir nicht auf den Sack. Boah. Willst du dich mit mir unterhalten? Nein, Mann. Oh. Nervige Fans. Nein, okay. Darf ich mir jetzt aussuchen, was ich will? Ich will lustige Kritik. Geil. Das ist alles so verwirrend. Es gab ein neues Spiel, ne? Habe ich das jetzt richtig gesehen gehabt? Muss ich gleich mal gucken. Kann ich mir erstmal einkaufen? Anna, warte. Ich möchte mit dir gleich noch was aufnehmen, ne? Chill. Chill deine Base. Geh nur nicht nach Hause, egal was du machst. Abonnenten sind glücklich. Okay. Ich hab so ein neues Spiel hier, ne? Ah, da! Tatsächlich. Und es gibt sogar ganz coole neue Sachen. Machen wir mal Vegetarien-Schock. Perfekt. Okay, wir müssen erstmal richtig krass Essen haben. Danach können wir dann mit Anna auf jeden Fall aufnehmen. Was? Ein kleiner Straßenverkäufer und verkaufe Videospiele. Nee. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, unsere Wege werden sich kreuzen. Ich hoffe ja nicht. Das sind hier für merkwürdige Typen, die hier immer schlingeln. Ich will hier echt ungern wohnen bei sowas. Ess jetzt. So, öffnen. Ja, 35 sollte reichen, oder? So, wo ist das neue Spiel? Da. Machen wir das schön. Perfekt. Lassen wir alles so. Hey. So, jetzt.
Vegetarien-Schock. Ich liebe Mettbrötchen. Da. Hey, ich habe die Leertaste vergessen. Bock. Scheiß auf Part 1 oder so, ja. Wir laden das einfach so hoch. Anna, komm mal ran hier an die Play Studio 2. Ich muss mit dir spielen. Machen wir eine wilde Begrüßung. Okay, machen wir jetzt einen ernsten, einen unlustigen Kommentar. Wir brauchen ja Interaktion, Leute. Wir brauchen Interaktion. Dann brauchen wir einen fachlichen Kommentar. Weil das geht gut am Skript hoch, wisst ihr? Und nochmal einen ernsten Kommentar. Das reicht nämlich. Zu langsam reicht's, da brauchen wir auch mal ernste Kommentare. Feierlicher Schrei. Das ist jetzt wieder ein feierlicher Schrei. Machen wir den mal einen mörderischen Blick. Wir brauchen mehr Interaktion. War da ein Symbol? Hä, da steht nur Fragezeichen. Wie kann das falsch sein? Ich weiß es nicht. Wie kann... Hä? Ich verstehe das neue System nicht ganz, ne? Das verwirrt mich ein bisschen sehr. Aber egal. So. Was passt denn da oben? Das passt. Das passt dahin. Und fertig. Okay, so leicht geht das leider, glaube ich, nicht. Das wäre auch perfekt. Aber ich mache das nochmal dazwischen. So. Kontrasten stellen wir wieder ein. Und dann machen wir nochmal Hintergrundmusik. Nee. Moment mal. Machen wir mal das. Und dann nochmal einen weichen Fokus. Perfekt. 95 ist wenig irgendwie, ne? Muss ich sagen. Egal. Passt schon. Hochladen den Lachs wieder. Wir brauchen ja die Kohle, ne? Ja, wir müssen wieder überleben. Aber wir haben fast die 150.000 Abonnenten, ey. Krass. Das geht ja wieder schnell. Manchmal geht das echt flott hier, ne? Wie im wahren Leben. Nein, okay. Leider nicht. Überhaupt nicht wie im wahren Leben. Ich sollte warten. Ich darf mir nichts zu essen holen. Weil ich renne da? Ich will lieber verhungern, nur weil er rendert? Okay. Dann gehe ich programmieren. Ciao. Vielleicht ist es bis dahin halt bearbeitet, dachte ich mir. Warten. Und es lädt hoch. Geil. Was? Hallo, Einladung ins Kino. Bezahlbare Rechnung. Oh nein, weil ich pleite war, konnte ich die Miete diesen Monat nicht zahlen. Ich muss schnell eine Lösung finden. Und den Termin nächsten Monat einhalten. Komm, was wolle. Ansonsten würde ich definitiv komplett bankrott gehen. Nein, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Es ist alles so verwirrend. Ja, ich nehme mal beiläufige Kritik. So. Zum Event gehen. Shit. Da haben wir Geld verloren. Ah, jetzt sind wir hier wieder beim Kino. Das haben wir doch auch schon 100 Mal Kino gehabt hier. Ja, geben wir erstmal einen Schmatzer. Jetzt, wo ich pleite bin. Aber ich finde das so süß. Jetzt sind da die Herzen und so. Voll sweet. Richtig sweet. Habe ich mittlerweile hier... Was ist, wenn ich jetzt hier wieder für die Presse posieren? Sagt er dann wieder... Geh mal weg. Ich kenne keine Schweine, du Arsch. Wahrscheinlich, ne? Komm, ich will posieren. Geh doch mal weg jetzt. Ich kann so nicht arbeiten. Was macht Hanna da? Geh nicht ins Bild. Du kannst jetzt gehen, Peter Schubsi. Danke, dass du erschienen bist. Bitte. NP, Digga. NP. Home Sweet Home. Ne? Ergebnis anzeigen. Wir sind wieder im Plus. So, immerhin etwas.
Machen wir hier aufrüsten, ne? Kriegen wir mehr hier Abonnenten mit bei Gemeinschaftsprojekten. Aber jetzt erstmal Essen kaufen. Jetzt müssen wir erstmal Essen kaufen und alles in Ruhe. Top-Flop machen hier, ne? So, wir machen nochmal ein Gameplay-Video. Ich bin pleite. PLS folgt mir auf Patreon. So, Hashtag 2. Grog, perfekt. Das ist ein toller Titel für ein Video, finde ich. Persönlich finde ich den Titel gut. Muss ja jeder für sich wissen, ne? So, gönnen wir uns jetzt erstmal ein neues Gameplay-Video. Was? Warum? Ich muss urheberrechtsgeschützte Kacke nehmen, okay. Will ich doch gar nicht. Wie bescheuert. Machen wir mal direkt einen philosophischen Kommentar, wie geil dieses Rennspiel ist. Dann einen fachlichen Kommentar. Dann einen kurzen. Ja, kurze Kommentare müssen auch mal sein. Mörderischer Blick. Ja, Interaktion fehlt ein bisschen, ne? Also von daher passt das. Da brauchen wir... Ah, vielleicht der Ding. Jetzt sehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Nicht die Kommentare voll spammen. Orange, orange. Grün, grün. Ich hab's kapiert. Das ist jetzt mit Farben. Okay. Nehmen den Anfang nicht, oder? Das ist aber ernsthaft. Muss ich den nehmen? Ich nehme das urheberrechtsgeschützte Zeug nicht. Ist mir einfach zu doof. So. Ich will nämlich hier keinen Stress haben auf YouTube. So, perfekt. Neues Video, ja. Aber ich habe jetzt verstanden, wie das funktioniert. Bisschen spät, aber ich möchte ein Gameplay-Video machen. Weiß aber nicht, leider nicht wie. Ja, schick mir das Spiel rum, Alter. Willst du ein Duel-Video für Nintendo DESS? Ich habe die Konsole nicht, deswegen nein. Sorry, wow. Okay, Kohle. Programmieren. Wir gehen programmieren. Wir brauchen das Geld. Ich will mich auch nicht mit Wanne unterhalten. Ich hole mich jetzt erstmal wieder Kohle. 50 Kohle haben wir jetzt wieder. Jeden Moment. Jeden Moment. Jetzt. Nein, 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 nein. Ich wollte gucken, ob ich Dings einkaufen. Ob ich das neue Spiel kaufen kann. Intro mit Effekten. Oho. Oho. Ah, gibt auch ein paar Dislikes. Ich hasse dich und deine Videos. Lass es einfach. Die hasst mich. Ist schon hart, die Aussage. Panzermummie. Wir holen's mal, ne? Mal gucken. Laufen. So, aber erstmal schlafen. Erstmal schlafen. Es geht wieder los. Gemeinschaftsprojekt aufnehmen, Leute. Jetzt geht's wieder rund. Stereo fortsetzen. Panzer, Mummi, Mami. Ich weiß es nicht. Hannas Mama ist ein Panzer. Oder so. Ne? Ja, wie sowas. Auf geht's an die Play Studio 2. Ah, hier. Das gibt wieder ein bisschen Geld. Immerhin. Die Abonnenten sind aber unzufrieden, die Schweine. Oder das geschützte, winkende, nicht mal winkende Begrüßung. Ist ja blau, hab ich das gesehen. Alles außer urheberrechtlich geschützten Shit. Ja, machen wir mal. Ja, wir haben es verstanden, Mann. Machen wir mal sowas. Interaktion ist immer gut. Wir brauchen mal mehr Nachbearbeitung. Machen wir mal professionellen Kommentar. Wir brauchen ein bisschen Nachbearbeitung. Ich versuche das alles so ein bisschen hoch zu machen halt, ne? Das ist halt... Ja, machen wir das auch mal hoch. Fachlicher Kommentar. Ja, dann haben wir das Script schon mal oben. Dann brauche ich das schon mit Script eigentlich nehmen.
Nier kennt. Ah, nee, das ist Urheberrecht. Das brauche ich jetzt nicht. Komm, der ist super. Sarkastischer ist super. Und jetzt zum Ende nochmal. Wegen der Verabschiedung. Perfekt. Ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Ne? Flop da, wie er da hochgejumpt ist. Ist ein krasser Boy. Ich will aufpassen. So, so, so. So. Nein! Oh, wie ärgerlich. Das passt einfach nicht richtig, alles. Hier, so. Egal. Ne, wir machen mal. Das machen wir rein und dann machen wir da einen weichen Fokus. Dann ist das auch alles ein bisschen oben. Rendern. Oh, 135 ist aber gut. 135 ist aber gut. Bin ich mit zufrieden. Ja, ja. Hochladen. Geile Sache. Und ich gehe wieder arbeiten. Ich brauche unbedingt Kohle. Junior Spieleentwickler. Wieso kann ich das nicht machen? Was fehlt mir dafür? Vielleicht Schlaf? Muss ich dafür ausgeschlafen sein? Kann ja sein. Schlaf nicht mal aus. Ja, tatsächlich. Aber es gibt $100, deswegen machen wir das. $100 sind gute Dollar. $100 sind gute Dollar. Merkt euch diesen Satz, Kinder. 100 Euro sind besser als 0 Euro. Wer hätte das gedacht? Ich bin erstmal 100 Jahre auf der Arbeit. Ich lasse sie alleine in meiner Wohnung. Ich stehe auch nur rum und gucke den Fernseher. Also, stundenlang. Creepy ein bisschen, oder? Konstruktive Kritik. Was? 2 Dislikes? Oh, es ist kaum zu glauben, dass du ein YouTuber bist. Oh, die Leute sind noch am Haten. Was ist denn da los? Richtig schlimm. Macht mich richtig emotional fertig. Brauche mehr Kohle, um die Wohnung richtig zu bezahlen. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von YouTubers Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao mit Au, 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 au.